Gut, dass ich meine Lupe mitgebracht habe. Das ist sehr, sehr seltsam. Die Lego-Technik Osprey nie herausgebracht hat. Sehr seltsam. Das finde ich auch, aber es war weder das erste noch das letzte Mal, dass Lego ein Set angekündigt, aber dann nie auf den Markt gebracht hat. Wir haben jetzt mal einen Blick in die Geschichtsbücher und Annalen geworfen. Wir haben geschaut, was das Internet so hergibt, denn Lego hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal den Fehler gemacht, unserer Meinung, dass sie ein Set hergezeigt haben, ein grandioses Set, aber es dann nie auf den Markt gekommen ist. Danke an dieser Stelle an Just Too Good und Promobricks, die uns zu diesem Video inspiriert haben. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Cybots ist eine nie veröffentlichte Lego-Serie, die 1995 auf den Markt gekommen wäre. Die Reihe beinhaltete Actionfiguren, die sowohl mit dem normalen Lego-System als auch mit Technikelementen konstruiert wurden. Interessant dabei, in den Sets waren die ersten Lego Ball Joints verbaut. Bei den auf den Fotos abgebildeten Figuren handelt es sich anscheinend nur um Prototypen und nicht um verkaufsfertige Produkte. Viele der Elemente wurden später in der Slicer-Serie verwendet, die eigentlich auch mal eine Perlen der Vergangenheit-Folge verdient hätten. Einer der Designer postete im Jahr 2012 Einblicke in die Entwicklung von Cybots auf seinem Blog. Er schreibt darin, dass sie im Sommer 1995 bei Lego mit Technikelementen und Ton herumexperimentierten. Die Figuren aus Ton wurden dann nach und nach mit immer mehr Lego-Elementen versehen, bis der Ton verschwunden war. Das Ergebnis waren Cybots. Wenn ihr mich übrigens fragt, ganz schräge Figuren. Aber gut. Mich auch. Diese Actionfiguren stießen bei den Lego-Chefs auf positive Resonanz. Das Besondere an den Figuren war, wie gesagt, der Ball Joint, den wir auch heute noch kennen. Mit der Entwicklung der Sets dachten sich die Designer eine Welt aus, in der Cybots lebten. Sie sollten Roboter sein, die unterirdisch, dort wo Menschen nicht mehr überleben können, nach Energiekristallen suchen. Schräge Idee. Einige der Cybots funktionierten jedoch nicht ordnungsgemäß und stellten sich gegen die Menschheit und ihre Kollegen. Und dann verschwanden Cybots im wahrsten Sinne des Wortes von Erdboden. Erst im Jahr 1998 wurden die Balljoints für die ersten Slicer-Sets wieder verwendet und man kann auch noch Elemente der Serie in den Rock Raider-Sets von 1999 sehen. Etwas später griff man Teile der Grundidee wieder auf und veröffentlichte sie unter dem Namen Bionicle. Wir wissen leider nicht, was mit Cybots passiert ist und warum es nie veröffentlicht wurde, aber wir können uns vorstellen, dass es einfach zu teuer gewesen wäre, so viele neue Formteile für nur eine neue Serie zu produzieren. Seht euch mal die Figuren an, das hätte sicher jeden Rahmen gesprengt. Im Jahr 1989 sollte noch eine weitere Space-Reihe erscheinen. Ja, ihr hört da richtig. Dazu seht ihr hier ein Bild. Das Farbschema der Serie hat vor allem hell- und dunkelgraue Töne, wobei dunkelgrau damals in der Lego-Welt komplett neu war. Die Webseite Blacktronite hatte noch mehr alte Space-Prototypen gespeichert, jedoch ist die Seite leider nicht mehr erreichbar. Sind die Bilder von anderen nie veröffentlichten Sets noch irgendwo verfügbar? Wir würden das gerne wissen. Wir konnten nämlich ansonsten nur diese beiden Bilder auftreiben. Einerseits ein Set aus einer Serie, die sehr ähnlich wie Space Police 2 aussieht. Und dieses Modell hier, welches auch gigantisch ist. Lego hatte offenbar damals ein Faible für riesige Raumschiffe. Und für Lego-Fans wäre es sicher toll gewesen, wenn ihre Spielwelt noch um mehr Fraktionen erweitert worden wäre. Was haltet ihr davon?
Europa ist eine nie veröffentlichte Lego-Reihe, die im Europa des 18. Jahrhunderts spielen sollte. Das Release-Datum der Serie ist nicht genau bekannt, aber wir gehen von den frühen 90ern aus. Die Elemente sind ähnlich wie bei Castle oder Pirates. Wir sehen Fachwerkhäuser, Festungen, Brücken, Kanonen, Pferdchen und so weiter. Laut einem Artikel im Brick Journal sollten auch noch Hexen und Dracula einen Auftritt in der Serie bekommen und die Reihe beruft sich laut internen Angaben auf eine historisch korrekte Darstellung von Soldaten des 18. Jahrhunderts. Man konnte also die Soldaten der Franzosen, Russen, Preußen und so weiter kaufen und sie in seinem Layout gegeneinander kämpfen lassen. Die Bilder sehen echt toll aus und viele werden wahrscheinlich die vielen Soldaten gefallen. Uns gefällt dieses weiße Schloss in der Mitte, aber auch der Markt mit den Häusern ist echt cool. Auf dem abgebildeten Foto sieht man das Lego-Teil 4444P03 sehr oft, welches heute sehr teuer geworden ist. Man weiß leider nicht, warum Europa nie das Licht der Welt erblickte. Aber Experten gehen davon aus, dass die Serie zu nahe an Castle und Pirates gewesen wäre. Außerdem hat es ja Lego nicht so sehr mit dem Kriegsspielzeug. Wirklich schade in dem Fall. Die Top Gear Lizenz gibt es bei Lego erst seit 2019? Falsch. Offenbar hatte man bei Lego schon viel früher den Plan, ein oder mehrere Sets mit der Top Gear Lizenz zu veröffentlichen. Daraus wurde aber nichts, oder sagen wir, nur ein Schlüsselanhänger. Im Jahr 2013 teilte ein User ein Bild dieses Top Gear Studios. Ihr seht hier auch noch die Aufschrift Concept Only, also dürfte das Design noch nicht final gewesen sein. Das Interessante an den Sets, von denen es übrigens nur dieses eine Bild gibt, ist, dass ihr bei jedem Lego-Set einen Code für das freischaltbare Auto oder ein anderes Gimmick in der Handy-App Top Gear Stunt School enthalten sein sollte. Daraus wurde jedoch leider nichts und die App kam ohne Support von Lego auf den Markt. Lego und die BBC arbeiteten aber später noch für ein paar Speed Champions Mini-Clips mit der Top Gear Lizenz zusammen. Die Clips könnt ihr euch übrigens alle auf YouTube anschauen. Das folgende Set, das wir euch zeigen, erinnert mich ja persönlich sehr stark an eine neue Serie, wo wir sehr viel im Gruselpark haben, nämlich an Monster Fighters. Nein, doch nicht Monster Fighters, sondern Hidden Side. Aber nein, es ist kein Hidden Side Zug, sondern es ist das Lego Ninjago Serpentine Train Set, das in der Lego Ninjago Masters of Spinjitzu TV Serie vorkam und es sollte davon auch ein Lego Set geben. Aber das Modell dazu kam leider nie über die Prototypenphase hinaus. Das Set wurde 2012 bei einer Lego-Präsentation vorgestellt. Davon stammen auch diese Bilder. Das Set sollte eigentlich in der Sommerwelle 2012 veröffentlicht werden. Dazu kam es jedoch nie. Wir wissen nicht, ob es sich bei den Bildern um das fertige Modell oder um einen frühen Prototypen handelt. Aber was wir darüber sagen können, ist, dass uns das Design echt gut gefällt. Speziell die Lok fängt diese Schlangenform sehr gut ein und Christoph gefallen die Farbabstufungen in Lime und Lila. Außerdem, es ist ein Zug. Welcher Zug gefällt Christoph nicht? Die Waggons hingegen sehen eher generisch aus und haben irgendwie nichts Besonderes an sich. Noch dazu sind sie extrem kurz. Das Set wäre bestimmt in der Gegend von 100 Euro gewesen. Aber vielleicht hatte man in der Welle schon mehrere große Sets. Man weiß es nicht. Und dass Züge doof sind, wissen wir ja mittlerweile alle. Dieses Bild stammt vom Lego Star Wars Weekend 2005 und wurde später im Eurobricks Forum gepostet. Die Sets porträtieren offenbar die Arena auf Geonosis aus Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Die Bestien, gegen die unsere Filmhelden kämpfen müssen, hätten sich bestimmt viele Fans als Lego-Set gewünscht. Schade, dass es nie zu einem Release kam, aber wir können uns vorstellen, dass die Formteile dafür einfach zu teuer gewesen wären. Dahinter sieht man auch noch einen Swamp Speeder und auf einem anderen Bild ist auch noch ein Walker zu sehen.
Auf der unteren Ebene dieser Vitrine sieht man das Schiff von Count Dooku, welches erst viel später auf den Markt kam. Und wo wir gerade bei Star Wars sind, es gibt auch noch ein Bild von einem nie erschienenen Yavin 4 Set, welches wir euch hier auch nicht vorenthalten möchten. Dies stammt aus der Lego Star Wars Visual Dictionary Kollektion. Hier könnt ihr einen ganzen X-Wing-Hangar bauen. Leider wurde das Set nie veröffentlicht und wir glauben auch nicht, dass Lego heutzutage ein derart komplettes Set auf den Markt bringen würde. Hochinteressant. Ich sag's euch, hochinteressant. Sagt uns, liebe Freunde, wie hat euch unsere Liste gefallen? Vielleicht wisst ihr auch zu manchem Set vielleicht noch sogar mehr dazu als wir. Das kann ja durchaus sein. Und dann freuen wir uns schon auf eure Kommentare. Vielleicht gibt es dazu ja sogar noch mehr zu berichten. Und es kommt ein Teil 2 zu dieser Videoserie raus. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, ob wir da noch weiter recherchieren sollen. Auch natürlich, was hat euch jetzt von diesen Sets am meisten gefallen oder was hättet ihr gerne gesehen? Genau, wer weiß. Und dann machen wir uns wieder auf die Suche und informieren euch bestmöglich. Bis demnächst, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten. Tschüss.